Herzlich willkommen zur nächsten Folge Tetrisphere. Ich habe natürlich wieder was vorbereitet. Diesmal geht es um Witze. So, Episode 9, Level 1. Ich bin gespannt. Darf ich das? Ja, ich darf. Den ersten Witz, den ich gelesen habe, gerade eben, lautet: Nur Chuck Norris kann eine Kugel mit Ecken malen. Sogar. Chuck Norris Witze. Was haltet ihr von denen? Kennt ihr einen Chuck Norris Witz? Weil, ich weiß nicht, Chuck Norris hat irgendwie so seinen Ruf weg, was das angeht. Und deswegen gibt es unheimlich viele Chuck Norris Witze. Was ist das stärkste Pokémon? Chuck Norris, zum Beispiel. Wenn irgendwas unbesiegbar ist, kommt Chuck Norris und besiegt das einfach. So ist das. Der nächste Witz ist noch viel interessanter. Eine Blondine geht ins Casino. Mist. Einfach zu schnell. Sie holt sich ein paar Chips. Die Chips, mit denen man bezahlt. Oder ja, mit denen man, man setzt ja Chips und nicht Geld. Man kauft sich von dem Geld Chips. Ach, das hört sich irgendwie komisch an, aber ja, ist so. Die heißen eventuell auch noch anders, aber ich kenne das Wort nicht. Deswegen sage ich Chips dazu. Gibt es vielleicht doch noch einen anderen Namen? Naja, auf jeden Fall hat sie sich ein paar Chips geholt und geht zum Roulette-Tisch. Am Roulette-Tisch fragt sie die Leute, die das normalerweise managen. Ich bin mir nicht sicher, wie die heißen. Ich habe es zwar im Kopf, aber ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, deswegen lass es einfach. Und fragt sie, ob sie sich ausziehen darf, weil sie gewinnt immer, wenn sie nackt spielt. Ja, haben die Männer ein bisschen überlegt und gedacht, ja, warum nicht? Soll sie doch machen. Ist doch toll, ist doch schön. Männer. Und sie haben zugestimmt. Sie legt ihre Chips vor sich, zieht sich aus, das Spiel geht los und die Kugel landet auf eine Nummer und sie hüpft rum und kreischt, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, sammelt alle Chips ein und geht. Der eine Kerl zum anderen an den Tisch. Welche Nummer hat sie eigentlich gehabt? Ich dachte du. Nein, ich dachte du. Ja, ja. Blondinen sind nicht blöd. Aber Männer sind Männer. Ich finde den toll. Warum wohl? Zeigt Chaos Lady auf ihrer blonden Haare. Ich habe ein kleines Problem. Das Level ist so hoch. Das funktioniert so nicht. Ist ein bisschen nervig. Ich finde keine passenden Steine. Naja. Leider habe ich jetzt noch keinen weiteren Witz nachgelesen, aber ich kann ja mal einen aus meinem Kopf rausziehen, wenn ich das noch hinkriege. Okay, den Affenwitz kann ich nicht erzählen, weil zum Affenwitz muss man sich bewegen. Im Sinne von,
bräuchte dann die Hände zum Erzählen. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, was der singt. Es gibt so einen Affe, der singt im Käfig. Ja, weil er im Zoo sitzt. Und dann kommt der Pförtner immer vorbei oder der Aufseher und sagt, sei still, hör auf zu singen. Und haue ich dir alle Zähne raus. Aber der Affe hört halt einfach nicht auf. Also haut er ihm die Zähne raus. Und als er ihm die Zähne rausgehauen hat, hat er sich seine Zähne geschnappt und hat weiterhin damit Musik gemacht. Das Problem ist nur, jetzt kann ich euch nicht zeigen, welche Musik er gemacht hat. Das ist nämlich das Witzige daran. Dafür bräuchte ich meine Hände. Kennt ihr? Alle Hände. Ich habe alle Hände. Ich habe alle Steine. Immer noch hier drauf und ja, bin noch keinen Schritt weitergekommen. Dann spamme ich hier mal ein paar Steine. Versuche ich jetzt mal. Naja, funktioniert super. Gar nicht. Und der zweite Fehler. Och Mann. Ja, Witze, Witze, Witze. Hat zwar noch einen Kugelwitz. Ich habe tatsächlich mal Kugelwitz in den Browser eingegeben. Und habe ein paar. Ich habe eine Webseite gefunden, da stand irgendwas von über 40 Kugelwitze. Das war witzig. Läuft der Bär durch den Wald und schreit: Kugel, Kugel! Kommt ein anderer Bär vorbei und fragt: Warum schreist du Kugel? Darauf der andere: Na, weil ich ein Kugelschreibär, Kugelschreibär bin. Dämlich. Aber echt, ey. So dämlich. Wie nennt man einen Bär, der schreiend auf einer Kugel sitzt? Ein Kugelschreibär. Naja. Das ist dann doch nicht so lustig. Lustig vor allem. Das ist nicht Hochdeutsch. Ich weiß. Fertig. Ich ist echt nicht im Chaos, Eddie zu sagen. Wenn ich in der dritten Person von mir spreche. Aber bei jedem Pokémon Go Video immer sagen, ich bin Chaos Lady. Ja, genau. Dankeschön. Der war nicht so gut. Nach der Folge werde ich wahrscheinlich wieder eine längere Pause machen. Für euch nur werdet ihr von dieser längeren Pause nichts sehen. Außer ihr seht mich dann plötzlich zu einer anderen Tageszeit oder mit anderer Kleidung
ja mal wieder so gemein. Die längliche Stange und das T-Stück. Das ist so fies. So, zweiter Fehler. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre nicht so schwer, das Level. Aber es sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Außer es passiert jetzt ein Wunder. Nö. Versau's mir einfach selber. Der wievielte Versuch ist das jetzt? Oder ich weiß gar nicht, inwiefern ich mit den TV-Serien weitergekommen bin. Manu. Ich hab ja mal eine Liste angefangen und wollte eigentlich von den TV-Serien euch was von den TV-Serien erzählen, von denen ich die ich so schaue. Ich glaube aber bei Supernatural war ich schon. Und das nächste auf der Liste war Person of Interest. Ne, davon habe ich dir euch auch erzählt, das weiß ich. Das weiß ich sogar ganz genau. House of Cards. Würde mich eigentlich nicht wundern, wenn es davon auch eine neuere Folge gibt. Und ich habe das aber lange nicht mehr verfolgt. Daher ist das ein bisschen schwierig. Aber worum geht's da? Es geht um die amerikanische Politik. Das erinnert mich aber irgendwie daran, dass ich das euch doch schon erzählt habe. Ja, komm jetzt. Mach doch weiter. Ich will doch nur spielen. Und... Nee, ich glaube, von House of Cards habe ich tatsächlich schon was erzählt. Das nächste wäre Sherlock. Nee, von Sherlock habe ich euch auch erzählt. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil ich das dann nochmal... Irgendjemand... Ich habe erst vor kurzem im Zuschauer-Chat, der immer in der Videobeschreibung steht, mit Caro zum Beispiel geschrieben gehabt. Und hatte gesagt, es gibt doch auch eine Serie mit einem weiblichen Sherlock, aber das war gar nicht der weibliche Sherlock, das war ein weiblicher Holmes. Und die Serie heißt nicht Sherlock, sondern Elementary. Ich hab's vergessen. Komm nicht drauf. Irgendwas mit dem Elementary. Die Serie ist Hammer. Die ist auch genauso Hammer. Relativ interessanter Schauspieler, der Sherlock spielt. Und ja, eine Frau spielt Holmes. Jo! Du willst mich doch hier verarschen jetzt. Stört mich. Wie es aussieht, muss ich mich wohl einige Zeit warm spielen, um überhaupt ein einziges Level weiterzukommen. Was natürlich nicht so schön ist. Das ist wahrscheinlich noch anstrengender anzusehen, als für mich was zu machen, vielleicht. Was habe ich noch? The Mentalist. Darüber habe ich definitiv nicht gesprochen. The Mentalist. Was ist das für eine Serie? Da gibt es einen. Ich glaube, der Schauspieler heißt Patrick Swayze. Swayze? Weiß es nicht. Patrick.
Heißt auch in der Serie Patrick, glaube ich. Ja. Gib mir einfach ständig Punkt. Stange, Punkt, Stange, Punkt, Stange, Punkt, Stange, Punkt, Stange. Ey, das erinnert mich an etwas. Man packt so Pi. Nein! Nein! Scheiße. Okay, können wir wieder zurück? Wo haben wir denn angefangen hier? Aha. Ist wurscht. Viel habe ich ja hier noch nicht geschafft. Aber ich hatte ja auch schon mal... Ich wollte nicht über Pokémon sprechen. Naja, also The Mentalist. Genau. Da gibt es der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller ist ein Medium. Was ist ein Medium? An für sich wird er auch gerne als Trickbetrüger bezeichnet. Er kennt sich mit Tricks, Betrügereien aus. Genauso wie... zum Beispiel so tun, als ob er mit Toten spricht, aus dem Jenseits und so. Sowas in der Richtung. Medium. Nicht das Medium, das Fleischmedium, ne? Nicht zu verwechseln. Es ist kein Stück Fleisch. Mal jemand diese Ureinheit gebieten. Das ist doch so grausam zu mir. So geht das nicht. Ich bin einfach zu langsam. Ja, und The Mentalist. The Mentalist ist eine Serie, die ich auch sehr, sehr gerne geguckt habe. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich irgendwann zu Ende war, weil die zwei Hauptdarsteller zu einem Lebensabschnitt gekommen sind. Und dadurch war dann quasi, glaube ich, auch fast alles zu Ende. Oh, das Interessante ist, das Medium, dieser Patrick, hat seine Familie durch einen Serienkiller verloren. Das war auch sehr interessant. Also. Und er, deswegen ist er überhaupt zur Kriminalpolizei gegangen, glaube ich. Um sich zu rächen, um ihn zu finden, um ihn ins Gefängnis zu bringen, ja. So sieht's aus im Schneckenhaus. Ich werd wahnsinnig. Was erzählst du da für ein scheiß Chaos, Lady? Du bist wahnsinnig. Echt, warum? Du machst Selbstgespräche. Oh, ja. Das ist wahr. Aber wenn ich keine Selbstgespräche führe, wird es irgendwie langweilig. Das ist auch wahr. Ah ja. Jawohl. Nein. Ich habe ein kleines Loch reingekriegt. Juhu. Yay. Nach 19 Minuten. Alter Scheiß. Ja, so kann es auch gehen. Ich sag ja Glück. Glück. Und wahrscheinlich ohne Verstand, weil ich habe ja gerade erst erzählt, dass ich bescheuert bin oder dumm oder eine Waffe habe, ne? Und dann sowas.
Da geht's ab. Und trotzdem reicht's nicht. Es kommt immer näher. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge wieder über das Thema Serien sprechen. Ich habe, wenn ihr glaubt, ich habe euch jetzt alle Serien aufgezählt, die ich so mal geschaut habe. Nein. Glaub mir. Da geht noch so einiges mehr. Ich war ein richtiger Serien-Scheiße. Ich bin ein Serien-Junkie. Ich schaue nur aktuell nicht so viele Serien. Weil ich gar keine Zeit habe. Also theoretisch. Oh, schade, das hat für eine Strecke ja nicht gereicht. Theoretisch kann man ja rund um die Uhr Pokémon zocken. Und deswegen, das ist schon ziemlich hart. Man könnte richtig krass absuchten. Und dann gibt es so Momente, es ist zu kalt, es ist zu warm. Zu warm gibt es für mich nicht, aber für mein Handy. Oh, Viereck und dieses blöde Lilane. Das macht mich kirre. Also ein, zwei Versuche kann ich ja noch starten. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Sagt sich so einfach. Ja, ich habe echt gedacht, dass ich das Level gar nicht mehr schaffe. Das vorherige Level. Ich muss mir mal ein bisschen mehr Mühe geben hier. Mehr Konzentration! Und jetzt Spanisch oder was? Nein. Aber immer noch genauso gut Selbstgespräche führen wie vorher. Bisschen, ne? Piu, 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 piu. Nein. Aber ja, wenn man nicht weiterkommt, muss das leider sein. So, ich dachte, er macht das mit weg. Ja, nee, so habe ich aber, so haben wir aber nicht gewettet. Nein! Oh, nicht gewartet, nicht abgewartet, nicht geguckt. Alles falsch gemacht. Man hätte falsch machen können. Wir brauchen nur ein 2x2 Loch. Was ich auch sehr merkwürdig anhört übrigens. Glaube ich zumindest. Menno. Letzter Versuch für diese Folge, glaube ich. Was denn? Ihr habt es runtergeschoben. Das hättet ihr sehen sollen. Das war ja merkwürdig. Ja.
sei einfach. Ich werde zumindest. Das geht mir einfach zu schnell. Noch eine Stufe schneller und ich schaffe noch einen zweiten Versuch. Ich könnte natürlich auch einfach hier nach einer anderen Ecke suchen. Ich guck mal. Jetzt habe ich sogar einen Fehler gemacht. Einmal noch. Ansonsten ja, muss ich leider eine Pause einlegen, Finger ausruhen und mich vielleicht eventuell dann beim nächsten Mal sogar noch mal einspielen. Habe ich jetzt, als ich die Session hier angefangen habe, habe ich das eigentlich auch gemacht. Habe ich gemerkt, oh, ist doch ganz einfach, total easy. Oh ja, bin ja auch, muss ja auch sagen, bin ein gutes Stück weitergekommen. Was mich auch sehr freut. Bin aber immer noch gespannt, wie weit Rescue überhaupt geht. Weil ich das nicht nachgeguckt habe. Wäre ja auch langweilig, wenn ich das jetzt wüsste. Kommt wenigstens so ein bisschen Spannung auf, so von wegen, hey, schon wieder Credits und dann. Okay, es geht weiter. Das ist schon was. Mist. Ich habe auf B gedrückt, bevor du das gemacht hast, ja? Ich bitte dich. Sauerei. Wow, ein 7er-Kombo, Wahnsinn. Vorbei, schon wieder, na gut. Dann würde ich sagen, dann war es das leider für heute. Oder zum Glück, ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Ich hoffe dennoch, also euch hat es gefallen. Hinterlasst mir eine Rückmeldung, schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen, ich antworte meistens sogar und... Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal.